und willkommen zurück zu WWE2K20 Showcase Mode zu dem Match Charlotte Flair gegen Nikki Bella bei Night of Champions vom 20. September 2015 um die Divas Championship mit einem Gast. Hallöchen, ich bin ein Gast. Ja. Und Video Package. Genau. Bailey and Sasha's match was just incredible. That was the night the Four Horsewomen were born. It made people sit up and pay attention. If you didn't know what we were capable of before that match, you sure knew afterward. We have never seen something like that before. What a match! That match didn't just change the way people looked at NXT. It changed the way they looked at women in WWE, period. And of course, once you've had that kind of success, you gotta repeat it. Nobody wants to be a one-hit wonder. So we went ahead and proved it again in an Iron Man rematch at NXT TakeOver Respect. They tapped out! They tapped out! These ladies raised the bar. By now, the WWE Universe's reactions to our matches were undeniable. And that led to Sasha, Charlotte, and I getting bumped up to the main roster. We weren't just fighting for ourselves. We were part of a revolution. We were invited to SummerSlam for a three-team elimination match, which was incredible. Not just the match, but being on such a big stage and thinking, okay, this is real. The women's revolution is in full swing. But after the match, Becky and I had unfinished business with the Bella Twins. This is back when we were still, partners. Becky and Charlotte were a great team. And they were best friends. That was back before I got wise. Anyway, we were still friends then, and we had to show the Bellas we were here to stay. And after we beat Nikki and Brie on SmackDown, the Bellas knew we were a force. I respected the Bellas and what they've done for the women's division, but I had my sights on the Divas Championship, and that meant I wasn't done with Nikki Bella. It was the era of the Four Horsewomen. Take a look at the future of women's wrestling! The Bellas just didn't know it yet. I knew that if I could take the championship from Nikki, I'd be the new face of the women's division. On the one hand, I'd be following in my father's footsteps, but I'd be doing it my way. I couldn't fail. Not with all that on the line. Wusstet ihr, dass Flairs Vater Rick Flair ist? Ich glaube, das haben wir bislang in jedem Videopackage gehört. Ist ja auch wichtig, ne? Damals hieß sie auch nur Charlotte. Stimmt. Da wusste man das ja noch nicht. So, Shooting Star Press. Los. Das ist kein Shooting Star Press. Ja, Big E hat das besser gemacht. Schau auch zu. Okay. Here she goes, back in the ring now. Goes for it again. Achso, einen starken Schlag. Woo! Bleib mal liegen, Nikki. Oh! Right to the back. So, danke. Looks like she's got a new lease on life. Aufhangriff, okay. Nicht den gleichen Fehler machen, wie ich sonst mache. Big time clothesline. Angriff, Schlag, Griff, Griff. And here comes Charlotte. Genau. Neckbreaker. Nikki Bella is prepared for this. She's been down like this before, but she knows how to turn things around. Seit wann kann Charlotte diesen Neckbreaker? Das ist nicht. Different breed of opponent. Anscheinend seit 2015. Hung up on the second rope. Davor konnte sie nicht. Und nee. Jetzt kann sie ihn auch nicht mehr. Nee. You know, I have to wonder if the cohesiveness of Team PCB is going to be a factor for Charlotte. Can she trust the whip?
And here we go. Halt dich an mir fest. Byron, help me make sense of this decision. I'm not sure I can, Michael. She seemed to have it locked in pretty good. Stop in the leg. Just nasty. Konnte nicht mehr. Setting up. Okay. To the outside, which will start the referee's count. Ja, gleichzeitig rausgehen, das war schön. Ja, ich dachte, das mache ich mal, ne? Ja, ist super. Stimmt. Nice! Ich finde es übrigens gut, dass Schalldefer keine Moves an den Beinen hat. Braucht sie auch nicht. Oh, this is, what's this gonna be? Wheelbarrow! Oh, somebody better check on her teeth! Okay. Ich drücke immer die falsche Taste, ich bin noch nicht in 2K20 gewöhnt. Ah, here we go! Netter Versuch. Oh, here it is, the abdominal stretch. Wird aber noch nicht tappen. Grabbing the egg. Ist die in der Teilversion. Oh, warte. Your big boot from Flair. Not looking good, guys. Just caught flush. Nikki Bella's reeling. Charlotte may have her. Nikki, quick, use twin magic. Bree's wearing a different outfit tonight, you idiot. Wheelbarrow! Flapjack! Face first, it's over. Nein! Back inside the ring. Ah, die meinen das andere rote Bereich. And again! Jetzt verstehe ich es. Nikki Bella with a nice reversal. She's out of it, guys. Wieso hat Channel Flair keine Moves an dem Bein? Steht das bitte dann Tipp? Da kann's. Achso. Slingshot! Okay. Das hilft natürlich. Oh man, Charlotte just bending that leg to her will! Ja, muss man jetzt auch wissen, ne? Ja. Wird ja nirgendwo gesagt, ne? Boah, einfach mal auf die Arme gehen, ne? Ist doch sonst langweilig, da die ganze Zeit auf dem Bein. Na, wie beim Bentag so. Wenn das jetzt die anvisieren? Ja. Okay. Hast du im Stand noch welche? Weiß ich nicht. Muss ein Abwechseln. Hoffe es. Man muss sie greifen. Da kann ich nicht. Nikki Bella shows such creativity. When you look at this, it looks like they both did their own. Ah ne, das war. Fast. Bleib liegen, Nikki. Bleib liegen, Charlotte. Du hast nicht mehr was sein. Bleibst du verdammt nochmal liegen? Schade. Danke. Immer. Wie stand da den Bein? Oh man, right to the arm. Hyperextend your elbow. Ich würde sagen, dass Charlotte ein bisschen Probleme macht, aber. Picture perfect leg snap from Charlotte. Ja, die auch. Ja, die hat ein böses Moveset. Elbow drop. Piercing. Ja, was? Piercing? Nee. Ich mach kein Piercing. Ich bearbeite die Beine. Kein Piercing. That's gonna hurt, tear your hamstring. And here we go now. Elbow drop.
Finisher Sorgen werde ich gleich nicht haben. Nö. Ist doch schön, ne? Hat denn Charlotte kein Signature gegen das Bein? Nein. Also sie hat den Big Boot und den Spear, glaube ich. Ja. Okay. Nein, das wollte ich nicht machen. Kannst du einen Figure Four Nein, ich weiß nicht, ob du den später noch drehen kannst. Aber damit würde es. Ja, okay, ja, ich hab's sowieso geschafft, so. Aha! So, Stimme auf. Ich möchte auch, dass das echte Aufgaben sind. Führe den Spear 6 aus. Dann zeigst du den Goldberg im Spear. Nee, das war nicht Spear 6, musst du nochmal machen. Finger 8. Es gibt nur einen Finger 8, ja. Finger 8? Finger 8! Finger 8! Du hast Finger 8 Finger ist doch das gleiche. Ja, Finger 4. Mir fällt, jetzt, wo du es gesagt hast, fällt mir auf, dass ich immer Finger sage. Oh, schon vorbei, okay. Endlich. Wenn das längste und herausforderndste Aufgabe einfach nur die gleichen Moves zu wiederholen ist, dann war das kein gutes Match. Und auch nur, weil man nicht richtig lesen kann. Ja. Charlotte kann doch nicht mal zum Titel tragen. Halten. Was auch immer. Beides. Gut, dass wir Spear 6 gezeigt haben und nicht Spear 7. So, in der nächsten Folge haben wir dann Charlotte Flair gegen Becky Lynch und Sasha Banks. Charlotte Flair gegen Becky Lynch gegen Sasha Banks bei WrestleMania 32 vom 3. April 2016 Triple Threat für die WWE Women's Championship. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wieso sind hier die Bellas drin? Weil... Ich schalte in dem Bellas-Match nicht die Bellas frei! Aber in dem... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.